Wollt ihr wissen, was die besten fettarmen Produkte sind? Ich bin kein großer Freund von absolut fettarmer Ernährung, denn Fette braucht der Körper. Dementsprechend biete ich euch einige Dinge an, die meine persönlichen Favoriten sind. Auf Platz 5 steht dabei der Naturjoghurt. Er ist kalorienarm, er ist fettarm und vor allen Dingen gibt er ganz viele frische, neue Bakterien dem Darm zurück. Also eine tolle Quelle, letztendlich um dem Körper ein bisschen wertvolle Fette als Nahrungsquelle zu geben. Auf Platz 4 steht bei mir das Fleisch. Und zwar hier das Geflügelfleisch aus der Pute. Natürlich dann nur, wenn die Pute wunderbar vernünftig gehalten worden ist bei einem Bauern, den ich kenne. Ist deswegen so wertvoll, weil es fettarm ist, aber es ist sehr eiweißreich und vor allen Dingen auch kalorienarm und mineralstoffreich. Deswegen ist es hier eine wunderbare, fettarme Ernährung. Wenn ihr mal Hunger auf Fleisch habt, greift zur Pute. Auf Platz 3 steht bei mir ein einheimischer Fisch, die Forelle. Frisch geangelt, dann direkt auf den Teller, ist es ein ganz tolles, leckeres Mahl. Und dann vielleicht mit ein bisschen Reis, ist es eine wertvolle Quelle an Eiweißen, hat wenig Fette, wenig Kohlenhydrate, aber sollte jede Woche mindestens einmal auf den Tisch. Auf Platz 2 findet ihr auf meiner Rangliste den Champignon. Insbesondere den Champignon aus der Zucht. Also nicht, dass man ihn im Wald räubern muss, was ich sowieso nicht gut finde. Viel besser ist es, aus einem ökologischen Anbau auf die Zucht zurückzugreifen, weil dann weiß ich aber, er ist frei von Pestiziden und frei von Umweltgiften. Und dieser Pilz ist sehr gut, weil er eben cholesterinarm, kalorienarm und fettarm ist und damit eine wunderbare Quelle, gerade auch an Mineralien ist. Und auf Platz 1 steht bei mir, mag kaum verwundern, der Apfel. Fast kein Fett, dafür aber viele Vitamine, viele Ballaststoffe und dementsprechend eine wunderbare Quelle, um auch gesund zu bleiben. Nicht umsonst gilt ja der Spruch, an apple a day keeps the doctor away.